So, hey Leute, ich habe gerade noch in meinem letzten Video mit dem Popcorn einige Fragen gefunden. Und eine war eigentlich, naja, die hatte ich auch schon hier ein paar Mal gestellt bekommen. Und die wollte ich euch einfach mal, wie soll ich sagen, beantworten oder anders ausgedrückt. Tja, da gibt es eine kleine Geschichte zu, die wollte ich euch mal erzählen. Also, ich bin gefragt worden, ich halte mal die Kamera drauf, was das hier für eine Platte in meiner Arbeitsplatte ist. So, ich könnte euch jetzt hier eine schöne, brühwarme Geschichte erzählen, dass ja, man ja immer kocht, immer hat man ja diese heißen Töpfe und die muss man dann auch mal irgendwo hinstellen und dann kann man das schön hier auf diese Platte abstellen, ohne die Arbeitsplatte zu verbrennen. Aber das ist nur ein schöner Nebeneffekt, denn die Platte ist an einem Silvesterabend entstanden. Und zwar wollten wir uns Schnitzel machen, oder wird es sagen, so ein kleines Fondue. Und dafür wollte ich mir Fleisch klopfen und hatte mein Fleisch hier abgelegt, hatte natürlich eine nicht vernünftige Unterlage drunter und habe mein Fleisch mit, kurzen Moment, das müsste ich sogar noch haben, das Teil ist zwar schon Jahre her, ja, genau, und habe mein Fleisch mit dem Teil hier bearbeitet. Ja, und als wir dann das Fleisch und die Unterlage entfernt haben, haben wir das Malheur gesehen. Man sieht es auch noch ein ganz kleines weniges bisschen. Jetzt halt mal die Kamera drauf. Hier habe ich es nämlich gespachtelt. Die komplette Platte war zerstört. Es waren richtig tiefe Einschläge drin. Oh, meine Frau hat mich fast umgebracht. Ja, was nun? Guter Rat ist teuer. Die komplette Arbeitsplatte wechseln. Ich hatte die Küche erst gerade selber neu gebaut. Und das ist alles auf Maß von mir eingebaut worden. Das heißt, alles auf einen Millimeter komplett eingebaut, nicht mehr ausbaubar, so ohne weiteres. Ich habe ja auch hier drauf gefliest damals. Und damit ist nicht mehr viel zu retten in der Hinsicht. Da dachte ich mir, oh wei, eine neue Arbeitsplatte. Oh, 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 bloß nicht. Und dann habe ich mir, tja, habe ich mir erstmal ein, zwei Tage Gedanken zu dem Thema gemacht, habe mit Spachteln und alles Mögliche versucht, das zu retten. Man konnte es zwar spachteln, es gibt gute Spachtel, auch sehr harten Spachtel, aber von der Optik her sah das einfach nur mies aus. Also habe ich mir schlussendlich eine kleine Flex genommen mit einer dünnen Trennscheibe, habe mir hier dieses Rechteck ausgeschnitten, habe es ziemlich tief ausgestemmt, habe eine Grundierung aufgebracht, Spachtelmaße eingebracht, Fliesenkleber eingebracht und habe einige Bar von diesen Fliesen, die ich hier von den Wandfliesen noch übrig hatte, einfach nur hier aufgeklebt und mit Spezial-Elastik-Fugmasse ausgefugt. Oder man würde sagen, der Fliesenkleber war auch Spezialkleber, auch ziemlich sehr teurer Spezialkleber, der auch mit Holz abbindet und hochelastisch ist und wasserdicht ist und bla bla bla. Wo ich das dann fertig habe, habe ich es noch ein paar Mal versiegelt, zumindest die Fugen, dass sie absolut wasserdicht werden, denn die Arbeitsplatte ist ja aus Spanplatte und wenn da Feuchtigkeit rangeht, platzt die mir auf. So, und so ist halt dieses Teil entstanden. Angenehmer Nebeneffekt, es befindet sich direkt neben meinem Ceranfeld, das heißt, man kann seine heißen Kochtöpfe jetzt hier vernünftig abstellen, ohne dass man ja quasi die Arbeitsplatte vernichtet oder verbrennt. Und tja, das ist eigentlich die Geschichte, wo kommt diese Platte her? Hier aus meiner Umgebung haben mich auch schon viele Leute gefragt, Junge, wo hast du so eine Platte her? Wie kann ich mir auch sowas in die Küche einbauen? Tja, ganz einfach, ihr macht euch ein paar Schnitzel, haut euch eure Arbeitsplatte kaputt und dann müsst ihr euch halt ein Quadrat aussägen und es fließen. Und so einfach kommt man an sowas. Naja, nur die Geschichte, wie das halt entstanden ist, um die paar Fragen von euch mal zu beantworten. Ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte im Nachhinein, aber als das passiert ist, da ging mir auch der Arsch auf Grundeis. Denn die Küche war nicht gerade billig, die hatte ich mir komplett selber entworfen, gezeichnet und war froh, dass ich hier endlich alles eingebaut hat nach mehreren Wochen. Ich habe den ganzen Raum nach der Zeichnung selber gebaut und dann passiert einem gleich in den ersten Wochen so einmal höher. Oh wei. Naja gut, hoffe ich konnte eure Frage beantworten. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.